Ich war gerade dabei, auf der YouTuber-Insel zu farmen, um stärker zu werden. Weil ich keine Lust mehr hatte, immer von den anderen besiegt zu werden und als schwach dargestellt zu werden, weil das bin ich nicht. Nach einiger Zeit ist mir aber dann aufgefallen, dass ich einen Unbekannten in der Tab-Liste gesehen habe. Also irgendein Spieler war da, ich vermute ein Hacker. Und wie es bis dahin gekommen ist, seht ihr jetzt. Wir sind wieder zurück auf der YouTuber-Insel und, Moment mal. Das sieht gar nicht aus wie die Insel. Das liegt daran, weil ich langsam keine Lust mehr habe, der Schwächste zu sein auf der Insel. Es gab schon so viele Situationen, wo ich einfach besiegt worden bin. Und das lasse ich mir einfach nicht mehr gefallen, Leute. Darum nehme ich euch heute auf jeden Fall mit, um zu zeigen, wie ich vorhabe, der Stärkste zu werden. Und da meine Ausrüstung hier wirklich super schlimm ist, fangen wir am besten damit an. Und hier könnte es so aussehen, als gäbe es schon mal einen Weg in die Höhle. Oder auch nicht. Oh, hier ist ein Hund. Ich habe sogar 10 Knochen. Komm schon, komm schon. Ja, ich hab den Hund. Leute, wir machen eine riesen Armee. Nice. Ihr könnt in die Kommentare gerne entscheiden, wie der heißen soll. Auf jeden Fall ist er auf meiner Seite. Das finde ich ultra nice. Ich suche mir jetzt eine Höhle. Und der Plan geht auf jeden Fall definitiv noch dahingehend, dass ich mir eine kleine Hütte, eine kleine Basis bauen möchte, weil mein Inventar ist hier so absolut krass voll mit Zeug, was ich eigentlich weglagern möchte. Ich glaube, ich habe hier eine richtig geile Höhle gefunden. Also hier ist schon mal sehr viel Eisen. Mein Hund ist immer noch dabei, was mich sehr, sehr glücklich war. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass ich hier auch Diamanten finde. Oh, ich glaube, da hinten, ich sehe schon welche leuchten. Sehr geil, sehr, sehr geil. Den Zombie klappe ich easy. Wow! Oh nein, der hat mich angezündet. Geh weg vor meinem Mund! Nein! Er hat's überlebt. Schnell, ich muss ihn heilen. Jetzt klappe ich noch hier dieses Skelett weg mit seinem verzauberten Bogen. Hat er leider nicht gedroppt, schade. Aber Diamanten. Es ist nicht nur einer. Alter, 4, 5 Diamanten. Nice. Okay, das hilft mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und hier haben wir auch noch Gold für den Plan, mehr Goldäpfel zu machen. Richtig nice. Hol ich mir sofort ein bisschen was ab. Ey, ich habe wirklich Inventarprobleme dadurch. Das ist nicht mehr feierlich. Alter, sind hier viele Skelette. Oh, sie greifen sich selber an. Sehr nice. Er geht da auch in den Moshpit. Wir gucken von oben zu. Ist das dämlich? Ey, ich komme zu euch. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Weg mit dir, weg mit dir. Ich glaube, ich sollte eine andere Höhle finden. Bedeutet, ich gehe jetzt einfach wieder da raus, wo ich hergekommen bin. Jawohl, da sind noch mehr. Oh, das sieht gut aus. 4 Stück habe ich schon mal. Und hier sind noch 5, 6, 7. Nice, jetzt habe ich insgesamt 15 Diamanten schon. Ist hier ein Spawner? Aber in der Kiste ist ja nichts Gutes drin. Die Fäden nehme ich einfach mal mit. Dann geht's jetzt einfach mal wieder an die Oberfläche. Aber es wird jetzt wirklich Zeit für eine kleine Unterkunft zu sorgen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, in die Richtung geht es, Richtung Insel. Ich erkenne auch, dass wir von hier kommen, weil hier ist nämlich das Sumpfgebiet. Also einfach in diese Richtung hier fliegen. Oh, und hier sehe ich schon Sue's alte Base. Nice, ich bin auf jeden Fall richtig. Ich mache mir mal kurz eine neue Diamantspitzhacke und verzauber die bei Tobi in der Base. Und weil am Alpha Tower immer sehr viel abgeht, also damit meine ich Abbau, Sprengungen, Kriege. Ich glaube, als nicer Spot zu bauen wäre definitiv hier. Da muss man natürlich ein bisschen terraformen. Ich will daraus so eine kleine Insel machen, sage ich mal. Aber ich fände das ganz cool, weil dadurch hat man den Blick dann auf das Nether-Portal-Schwert, den Alpha-Tower. Zum Beispiel diese Werkbank hier noch. Und weil ich es jetzt wirklich, wirklich bitter nötig habe, eine Doppelkiste. Und da tue ich gerade mal das ganze Zeug rein, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Hey, Leute, ich sehe gerade auf der Tab-Liste, da ist ein Unbekannt. Ist das ein Hacker oder ein dritter Admin? Ich muss mal kurz zum Alpha Tower. Vielleicht finde ich da irgendwie Timmy, weil der ist nämlich auch gerade auf dem Server. Wer ist dieser Unbekannt? Timmy, bist du irgendwo? Timmy? Und hey, was willst du? Was geht ab, Junge? Hey, achso, guck mal, wer hier auf dem Server ist. Das ist ein Unbekannt. Was redest du? Warum soll jemand unbekannt sein? Warte mal. Guck doch. Wer ist? Hä? Unbekannt. Ist das vielleicht noch ein Admin oder ein Hacker? Nein, ich, oder? Meinst du, das ist der neue Admin? Meinst du vielleicht, das ist Tobi auf Undercover und er will uns hochnehmen? Das kann alles sein! Bro, aber ich weiß, dass Blackjack hier ist, Alter! Kennst du Blackjack? Blackjack! Ja, der war damals ein Kollege von mir, bis wir mich geprankt haben und mein Haus kaputt gemacht haben und so. Oh, das geht nicht. Bin mal gespannt, wo der ist, ja? Und ich würde mich auch fragen, wer dieser Unbekannte ist. Da hast du echt recht, wer könnte das sein? Ja. Aber gut, wollen wir Blackjack einen Besuch abstatten oder wie schaut's aus? Wenn du weißt, wo der ist? Keine Ahnung, ich dachte, du weißt das. Nicht wirklich. Vielleicht sind wir noch ein bisschen hier und warten ab. Vielleicht kommen noch andere Leute von uns. Gerade passieren sehr merkwürdige Dinge auf der YouTube-Seite. Ja, das stimmt, das stimmt.
Wir können ja mal einen Rundflug machen und schauen, ob wir jemanden finden. Vielleicht finden wir ja diesen Unbekannten. Ja, das ist ein guter Plan. Hast du noch ein paar Raketen vielleicht? Ich habe noch zwei Stück. Ja, habe ich immer hier ein Stack. Oh, sehr schön. Ich danke dir. Dann lass mal ein bisschen schauen. Vielleicht finden wir die Person Blackjack und den Unbekannten. Oh, das wäre natürlich gut. Hier. Das wäre richtig gut. Wo ist eigentlich Alphasteinchen? Ich weiß nicht. Okay, er ist aber auch hier. Wo ist er denn? Der ist auch was? Der ist auch hier auf dem Server. Okay, das ist gut. Wo ist er denn? Ich glaube, hier haben wir eine gute Übersicht. Vielleicht findest du hier irgendwas. Siehst du schon was? Nein, aber ich würde mal bei Alphasteinchen ins Haus nachgucken. Ja. Ah, wir machen dem mal einen Besuch. Alphasteinchen, bist du da? Alphasteinchen, wo bist du? Du musst da raus, Junge. Das gibt dir Schaden. Oh, ich habe hier meine Helm kaputt gemacht. Nice. Ich kann hier meine ganzen Sachen jetzt rein tun. So, hey, Alphasteinchen! Hey! Sukasa, Mikasa, du weißt doch! Richtig! Verstehst du? Ich muss mal kurz deine Ender-Chat. Dein Haus ist auch mein Haus! Doch, für dich schon und für dich nicht, Kiro! Warum für mich nicht, Mann? Als Einzelknöpfchen! Okay, warte kurz! Hä? Was macht der da? Hallo! Hey! Mach die Tür wieder hin! Entschuldigung, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das mit dem Anklopfen geht. Junge, du kannst doch nicht einfach die Sachen wegmachen vom Alphasteinhaus. Das war ein Versehen, ehrlich. Ja, das sagen sie alle, Alter. Das gibt eine Strafe. 5 Dias an Alphasteinchen. Die habe ich nicht. Da ist eine Endertruhe. Hol die raus, Junge. Ich kann nur einen Diamantanisch anbieten. Hä? Ich habe noch einen zweiten. Ja. Den nehme ich gerne. Ich habe noch einen, guck mal. Ich habe noch einen. Ja. Hä, wo hast du die alle her? Ich weiß es nicht, die waren in meiner Endertruhe. Ich habe die mal wohl irgendwie gelagert. Perfekt, da habe ich jetzt 3 Stück. Vielleicht mache ich die einfach zu Netherite und gebe euch die. Haben wir eine zweite Ausrüstung. Oh, ja. Du bist ja voll... Du bist so schlau. Ja, ne? Ist so, Junge. Wir sind die Schlausten. Wollen wir zum Alpha Tower gehen? Ja, lass mal dahin. Boah, das sieht hier noch ziemlich ruhig aus. Ein bisschen zu ruhig, findet ihr nicht? Ja, heute perfekt. Ist so ein ruhiger Tag. Das ist eigentlich nie der Fall bei uns. Vielleicht kommt gleich wieder Stu, taucht der auf, spürt ihn. Ja. Oder Pisch da, ey, die Verräter. Ich finde, wir müssen den Alpha Tower nochmal irgendwie absichern, dass der nicht mehr abhörbar ist. Ja, ne? Weil das da oben kann jeder rein, von da unten hat uns Stu schon zweimal belauscht. Das geht nicht. Ja, Mann. Ich will den auf jeden Fall upgraden, so richtig schön machen, weißt du? Ja. Mit roten Farben und so, dies, das hier unten, da machen wir noch ein richtig krankes Gefängnis da unten rein. Ja. Ey, wir machen richtig heftige Sachen hier. Bei Hanlink baut da draußen gerade auf der Insel ein Waterlock-Gefängnis, dass das keiner mehr sprengen kann. Ja. Wow. Er ist da schon im Aufbau, extra für uns, dass wir die Leute endlich einsperren können, so richtig. Weil dieses Obsidian-Ding, das hat ja einfach überhaupt nichts gebracht. Wir haben da Kian eingesperrt und da Wife und die sind beide rausgekommen, also... Bro, das geht die sind einfach geflohen, ey. Wir müssen da auf jeden Fall einen Riegel vorschieben, dass sie nicht so weitermachen können. Und dann muss jeder Wache schieben mal. Ja, natürlich, ey. Sehr gut, ey. Okay. Aber heute sind wir nur zu dritt, oder wie? Das sieht so aus. Die anderen haben wohl Angst oder so. Wir können nicht mal jemanden entführen, ey. Erika, verdammt, Mann! Und mich interessiert jetzt. Jemand? Wer ist dieser Unbekannt? Ich weiß nicht, wer dieser Unbekannt ist, Bro. Irgendein Neues auf der YouTuber-Insel. Aber das machen die doch eigentlich immer direkt bekannt. Warum machen die da jetzt so ein Rätsel daraus? Stimmt. Du hast recht. Wer könnte das sein? Oh, der war stark. Weg mit dem Junge. Deswegen habe ich das Gefühl, dass vielleicht ein Hacker sein könnte. Das kann auch sein. Ist dir was aufgefallen, Alphasteinchen? Ja, sag mal. Mir ist aufgefallen, dass dein Bart ein bisschen gewachsen ist. Dein Bart ist gewachsen? Ja. Oder? Ja, meine Haare wachsen sehr, sehr schnell. Es tut mir leid. Er wird bald ein Huhn. Nicht mehr ein Küken, sondern ein Huhn. Ja, ich werde ausgewachsen. Auf was siehst du? Wir nicht schlachten, Junge. Ey, was? Aber ich weiß nicht, Leute, sollen wir hier bleiben? Irgendein Unbekanntes auf der YouTuber-Insel. Und die kommen die ganze Zeit, diese blöden Zombies, ey. Verschwinde. Was war da? Wer war das? Da war nichts, was? Oder? Da sind so rote Augen, aber ich glaube, das ist nur eine Spinne da oben. Ja. Oder? Ist da jemand? Da war es schon wieder. Was war das? Wo denn? Ich höre die ganze Zeit was.
Bro, mach mir keine Angst, ey. Ich bin mittlerweile, ich glaube, ich werde paranoid so oft, wie wir abgehört wurden. Ja, das glaube ich langsam auch, ey. Wir drehen richtig am Rad. Ey, und die sehen sich als gut, ehrlich. Bro, wir sind das Gute, das checken die noch nicht. Okay, das müssen alle anderen checken auch noch. Und sie werden es checken. Okay, Leute, wir suchen jetzt diesen Unbekannten, der hier auf dem Server ist. Zeig dich, du Unbekannter, wo bist du? Mr. Unbekannt, wo bist du? Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Das habe ich noch nie gesehen hier auf der Insel. Der Unbekannte! Oh! Hab ihn erledigt. Warte mal, da sind welche. Was, da wo? Da! Wer ist da? Warte mal, das ist der Vogelfreie. Das ist doch dieser 31. Das ist der Vogelfreie. Haha, lol, was macht der denn hier? Hey Leute, meine Freunde, Freunde! Wir sind keine Freunde, was redest du da? Freunde, du hast mich angegriffen, Junge, was willst du Richtig, du bist vogelfrei erklärt worden vom Alpha-Unheil. Ich will euch nur noch eine Sache sagen, danach könnt ihr mich was meine denn? Items und alles. Was denn, was willst du? Wir nehmen keine Items, Items, wir sind Ehrenmänner. Ist so, hier, du kriegst Alpha, das hier. Hey! Hey, was hat er gemacht, Alpha, Schmutz! Was für Alpha-Schmutz! Komm her, trau dich! Du ekler Paket, Junge! Alpha, Dreck! Komm doch her, Junge, und kämpf wie ein Mann! So ein Respektloser! Ist so, Junge, der hat ja gar nichts drauf! Nur Zahnbelag, Junge! Du hast nur Zahnbelag drauf! Verschwinde, Junge! Du konntest nur den Alpha-Clan verraten, mehr konntest du eh nicht. Bro, er wollte einfach ein Schmarotzer sein, Bro. Mehr kann er nicht, ey. Richtig. Er haut doch die ganze Zeit ab. Ja. Ha? Was denkt ihr, ich? Ja, Bro, er denkt, er ist krass, aber fliegt die ganze Zeit hin, kann ich mal landen, ey. Ich hab die dicksten Eier, weil ich bin ein Huhn. Ja, dein Huhnei, Junge. Ich will jetzt mit dem, komm, lass uns zum Alpha Tower gehen. Da traut er sich. Wo ist dieser Unbekannte? Hey! Junge, ich hab dich nicht mal angegriffen, du Vollpfosten! Seht ihr nicht mal, ich hab nicht mal, der greift die ganze Zeit an, Alter. Ich bin wirklich verwirrt, Leute. Wo ist dieser Unbekannte? Mein Zetastic ist halt der Verräter. Oh! Zetastic! Er ist durch ein Enderman gestorben! Schnell seine Sachen! Egal, in 10 Minuten ist sein Kopf weg. Hat er ey, er hat seinen Kopf genommen, Mann. Wirklich? Ja. Wow. Ey, guck ihn dir an. Junge, der gegen den Enderman Kasse, gestorben ist, Alter, macht jetzt hier auf dicke Hose wieder. Guck mal, wie er abhaut. Du Peinlo, Digga. Lass uns hier kurz hinsetzen, So geht das nicht mehr weiter, Kiro. Ich sag dir ehrlich, wir müssen noch stärker werden. Ja. Yeah. Ja! Und einen schöneren Tower bauen, das sieht total kacke aus hier. Ja, wir müssen echt renovieren. Das sieht hier aus wie so ein Hühnerstall. Ey, hast du was gegen mein Zuhause? Junge, nein, aber das sieht nicht schön aus hier. Ja. Weißt du, und wo ist eigentlich der blöde Unbekannte, hä? Der das würde ich auch gerne wissen. Was hast du denn? Timmy, das ist der Unbekannte. Bro, das sieht aus wie ein Crimex oder so. Warte mal, Max, bist du das? Nein, ich bin nicht ein Crimex. Der hört sich voll gruselig an. Wer ist das? Und ist das ein Prank? Warte mal. Ist das ein Prank von Tobi? Timmy, von denen alle reden? Ja, ich bin Timmy und wer bist du? Ich bin der Unbekannte. Das ist mein Name. Ja, wow, das wussten wir auch schon davor. Oh, das ist aber schon richtig cool, der Name, ne? Der Unbekannte. Wie bist du auf die YouTuber-Insel gekommen? Bist doch ein Hacker! Bin hier hingekommen. Wie sind andere Leute hier hingekommen? Man kommt hier hin. Und man lernt Leute kennen. Boah, ich glaube, der ist richtig weise oder so, aber... Nee. Gut oder böse? Gut und böse ist eine Definitionsfrage. Den einen bist du vielleicht böse, den anderen bist du gut. Ich bin verwirrt. Ich kann dir nur so viel sagen. Ja? Gut oder böse entscheiden immer nur die Gewinner. Ja, Mann! Ja, wir sind die Gewinner! Ja! Alpha Unheil! Alpha Unheil, ja! Wir sind die Gewinner! Der Alpha-Unheil? Ich bin komplett neu hier. Ich habe mir die letzten Tage nur die YouTube-Base angeschaut und ich habe gemerkt, dass die Starken sich hier versammeln. Ja, wir sind unnormal stark, Bro. Ja. Also ich sag dir ehrlich, du kennst den Admin Tobi, oder? Kennst du den? Ja. Das ist ein guter Kollege von mir. Und ich und Tobi, wir wollen die YouTuber-Insel wieder komplett reinigen. Von dem Bösen befreien. Von dem Bösen. Und also deswegen habe ich auch... Ja, ich hab Sachen bekommen. Ein paar Geschenke für dich, Unbekannter. Also, du scheinst nämlich, glaube ich, auf der guten Seite zu sein, also. Echt sein, Bro. Wie
Videos. Warte mal! Ah, Tobi! 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 Ich hoffe, alles da war Tobi. Ja, ich hab ihn auch gesehen! Der war so hier und hat zugeschaut. Mit seinem Warte! Null da. Was hat das zu bedeuten? Hast du eine Verbindung zu Tobi? Ich hab genau die gleiche Verbindung wie ihr alle. Ich bin hier und er entscheidet, was mit mir passiert. Aber hast du Superfähigkeiten so? Also mag dich Tobi? Nein. Er mag dich nicht? Ich würde weder behaupten, dass er mich mag, noch dass er mich nicht mag. Ein ganz normaler Spieler hier, wie ihr. Beziehungsweise wie er. Ich bin. Warte mal. Warst du ein Spieler? Also warst du schon mal hier oder was? Moment. Gestern. Seit gestern war ich hier. Der ist schon seit einem Tag hier und wir haben nichts davon mitbekommen. Wir haben doch überall Spione. Ja, undercover. Ja, ich check das nicht. Wie bist du unseren Spionen entkommen, ha? Ich bin keine Person, der sich in den Vordergrund drängen will. Ich observiere und bin einfach dabei. Okay, das hört sich gut an. Bei wem willst du dabei sein? Das baue ich mir noch gerade an. Ich lerne euch ja gerade erst kennen. Ja, ich dachte, wir haben schon überzeugt. Ich habe dir 3 Äpfel gegeben und so, weißt du? Ach, wenn es dir darum geht, wie hast du 6 Nein, das sind Geschenke. Das ist ein guter, der gefällt mir. Der ist fair und so. Ich teile wieder zur Hälfte. Guck mal, ich sag dir, wir teilen alles 50-50. Der hat uns nicht einmal angegriffen bis jetzt. Der hat ganz normal mit uns geredet. Nicht so wie Sue und die anderen, richtig, weißt du? Richtig. Ich finde das ehrlich gesagt gut, sag ich dir ehrlich. Ja, du gefällst mir schon. Ehrlich. Ja, mir auch. Ich sehe keinen Grund dazu, mit euch zu kämpfen. Das bringt mir weder einen Vorteil noch einen Nachteil. Ja, bist du sehr, sehr stark? Also hast du so krasse PvP-Tricks und so? Nun, ich versuche immer zu vermeiden, zu kämpfen. Aber wenn es drauf ankommt, weiß ich mich zu verteidigen. Timmy, der ist wirklich gut, aber ist das nicht irgendwie die Rüstung und das Zeichen von dem Wasserkrieger, die du hier als Rüstung hast? Meinst du? Sieht so aus. Also, Wife hatte nämlich genau die gleiche, glaube ich. Und diesen Blau, ne? Ja, richtig. Das ist kein Blau, das sind Diamanten, die ich mir erfarmt habe. Ah, also nichts mit Wasserkrieger und Toilettenkrieger und so, ne? Nee. Ich bevorzuge es nicht, im Wasser zu leben, ich bin kein Fisch. Also distanzierst du dich? Ja! Nice! Oh mein Gott, der hat richtig rausgehauen! Ey, das ist safe kein Wasserkrieger, Bro! Das würde niemals ein Wasserkrieger sagen! Ich sag dir ehrlich, der gefällt mir! Die sind viel zu stolz, die würden das immer zugeben, dass die Wasserkrieger sind! Ja, die sind stolz auf ihr Klowasser! Ja, richtig! Ja, Mann, ey, hast du nicht Bock, einer von uns zu sein? Ja, ehrlich! Nun, ich bin kein Träumling. Ich weiß, dass um was zu schaffen, muss man sich mit mehreren Leuten zusammentun, die gleichen Ziele verfolgen. Ja, welche Ziele hast du denn hier auf der YouTuber-Insel? Nun, ich möchte ein schönes Leben führen. Schönes, das kommt. Wenn du verstehst, was ich meine. Und du willst keinen, der dir da richtig reintritscht, ne? Du willst so gesehen einen schönen Durchgang haben. Niemand soll dir da aufhalten, oder? Nun. Also brauchst du auch Verbündete. Wie sage ich immer, ein Auto fährt am besten auf einer leeren Autobahn und nicht, wenn Stau herrscht. Ey, der ist so krass, ehrlich. Guck mal, wir machen die Autobahn auch so frei. Ey, Leute, also ich bin gerade wirklich baff, was er sagt. Also der Unbekannte scheint wirklich krasser zu sein. Timmy. Ja? Ich möchte dich nicht anlügen. Ich würde mir das gerne noch überlegen. Okay. Wenn ich dir mein Wort gebe, soll mein Wort Gewicht haben. Oh. Ja. Na, okay. Ich merke mir das. Wie können wir dich auffinden? Wann tauchst du auf oder so? Hast du schon zu Hause? Ich. Und mal da, mal dort, wo es sich gerade anbietet. Aber ich würde wiederkommen. Du bist ein Wanderer, hier also. Willkommen. Danke euch. Na, du kannst jederzeit hier hin sein und schreib gerne Nachricht, wenn du was brauchst oder so. Ja, richtig. Du scheinst ein sehr interessanter Typ zu sein. Wir hätten dich sehr gerne bei uns im Alpha-Unheil, ehrlich. Für das Alpha-Unheil! Für das Alpha-Unheil! Ja, Mann. Dir auch, Mann. Alter, war der krass. Hast du schon mal so einen krassen Typen gesehen, ey? Nein, ich hatte erst voll Sorge, dass das irgendwie ein Hacker ist und der uns irgendwie hier runterbannt oder so, weißt du? Nein, Mann, aber das der ist voll unsere krass. Lösung. Ja! Das ist unsere Lösung, Bro. Das ist unser stärkstes Teammitglied dann wahrscheinlich. Ja. Und wir können so alle bam, bam, bam fertig machen. Ja. Endlich haben wir jemanden, dem wir komplett vertrauen können. Hast du auch den Glanz in seinen Augen gesehen? Ja, der ich glaube, der hat irgendwas echt Krasses. Also, der ist echt krass, glaube ich. Ich will nicht gegen den kämpfen. Guck mal, ich habe ja schon Fähigkeiten, aber ich glaube, Tobi hat ihm auch Fähigkeiten gegeben. Hast du Tobi auch gesehen? Ja, safe. Ich gesehen, er ist so aufgetaucht und dann dachte ich, okay, safe, die haben auch irgend so einen Deal, weißt du? Ja, der stand nämlich hier und hat uns ja von hier aus beobachtet, wie wir mit dem Unbekannten geredet haben. Ja. Das heißt, der hat bestimmt Tobi was damit zu tun.
Glaube ich auch. Und Tobi möchte wahrscheinlich unterschwellig so, dass er zu uns kommt, damit wir noch stärker werden. Checkst du? Ja, ja, safe, safe. Denke ich auch. Alter, ja! Das wird der geisteskrank, Leute. Wir werden alles Böse hier wegreinigen. Ja! Ich schwör's dir und die ganzen Leute feiern das. Ihr feiert das richtig, Leute, oder? Wenn mega ja, nice. Lasst bei mir und Cori ein Like da, Alter. Und ein Abo reicht uns jetzt, Alter. Für das iPhone! Ja! Abonniert das iPhone, Heil! Ja, Mann! Und Glocke aktivieren!